Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Ja, wir haben gemeinsam, und ich hoffe, ich konnte euch etwas gewinnen, mit mir eine Reise in das Buch Jona zu wagen. Keine Kindergeschichte, also nur, aber eine spannende Geschichte. Und da möchte ich heute auch gerade so weitermachen und euch da einfach mit hineinnehmen, tiefer. Und bevor wir in Vers 1 eintauchen, ganz kurz wiederholen, dass vielleicht der eine oder andere letztes Mal nicht da war, und zu einem noch ein bisschen, eine kleine Vertiefung dann in die Einleitung. Wir haben ja am letzten Sonntag so uns ein bisschen mit den Einleitungsfragen bezüglich des Buches Jona beschäftigt. Und ich habe euch versucht zu zeigen, dass, warum wir das Buch Jona in der Bibel haben. Und da geht es darum, dass Gott ausschließlich durch seine Propheten das Volk zurückrufen möchte. Zurück zu seinem Wort und zurück zur Buße. Das heißt, kehrt so um, erinnert euch, wer ich bin, nämlich ein gnädiger und barmherziger Gott. Kommt zu mir zurück, damit ihr Heil findet. Und auch das Buch Jona müssen wir aus dieser Perspektive lesen. Es ist ein Prophet. Und es ist jetzt nicht darum, wirklich in erster Linie diese Dimensionen zu zeigen, die wir jetzt gerade gesehen haben, diesen Riesenwal, ja. Und wir sagen, boah, das ist ein Riesenwal, sondern da geht es darum, die Größe Gottes kennenzulernen und vor allem in der Größe Gottes seine Gnade. Das ist das eigentlich Beeindruckende. Dieser souveräne, mächtige Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, der treu ist. Und das ist das Erstaunliche eigentlich, ja. Der über die ganzen Wellen, über das Meer, über Wind, über Fische, über Pflanzen, über, wie heißt die, diese Pflanze da, die denkt mal auf, Rizinuspflanze, ich werde es nachher lesen, und der Wurm und alles mögliche, alles was da ist. Gott ist Herr über diese Dinge, selbst über diese brutale Stadt Nineveh. Auch da ist er Herr darüber, ist er souverän, über Jona, auch wenn er trotzig ist, über die Seeleute, auch wenn sie Heiden sind. Gott ist souverän über all diesen Dingen, über diese Welt. Und dieser souveräne Gott ist ein gnädiger Gott. Und er ruft zur Umkehr durch seine Propheten. Er sagt, komm zurück zu mir, kehrt um. Und Jona diese Stellung, nämlich zurückzurufen, zu Gott zurückzurufen. Und warum? Und da ist noch etwas wichtig, ein bisschen so den Hintergrund zu verstehen, in welcher Situation sich Jona und sein Volk gerade befand. Warum schickt Gott einen Propheten wie Jona, und auf eine ganz besondere Art und Weise eine Botschaft auszurichten? Denn Jona hat eigentlich ja den Heiden eine Gerichtsbotschaft gebracht, aber die Botschaft gilt eigentlich seinem eigenen Volk. Selbst am Leben Jonas ist das eine Botschaft gewesen. Jona war der Prophet, der durch sein Leben sein eigenes Volk zur Buße aufgerufen hat. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Die Situation muss man aber trotzdem ein bisschen wissen, um es zu verstehen. Der Auftrag von Jona, also der Auftrag von Gott an Jona, jetzt nach Ninive zu gehen, war nicht sein erster Auftrag. Und deswegen ist es schon sehr interessant, weil dann im Vers 1 heißt es, und das Wort des Herrn geschah an Jona, dem Sohn des Amittai, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Da wird uns Jona noch gar nicht eingeführt. Wir wissen, also wenn wir das Alte Testament nicht kennen, oder das heißt, wenn wir es kennen, da wissen wir jetzt nicht groß, wer Jona eigentlich ist. Und ich hatte lange Zeit so das Verständnis, da taucht Jona zum ersten Mal so auf. Aber Jona taucht schon mal in der Bibel auf. Und nicht später im Neuen Testament, sondern vorher im Alten Testament. Und zwar im Königebuch. Und zwar im 2. Könige, Kapitel 14. Es gibt einen König, eine Zeit, der hieß Jerobeam der Zweite. Der hat über Israel geherrscht. Und Gott hat Jona schon damals einen Auftrag gegeben und gesagt, geh und prophezei. Und das möchte ich euch vorlesen. Das ist wichtig, um ein bisschen diesen Hintergrund zu verstehen. Ich lese euch da so ab Vers 25 vielleicht. Er stellte das Gebiet Israels wieder her. Also er, der König Jerobeam der Zweite. Er stellte das Gebiet Israels wieder her vom Zugang von Hamat bis das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, der geredet hat durch seinen Knecht Jona, des Sohn des Amittai, den Propheten. Also Jona taucht schon mal in der Bibel auf, auch mit einem Auftrag. Und das ist sehr interessant. Dieser Auftrag, was ist das für ein Auftrag? Es ist ein guter Auftrag.
Er hatte die Botschaft, geh zu deinem Volk, geh zu dem König Jerobeam und sag, euch wird's gut gehen. Ihr werdet, die Grenzen werden erweitert, die werden stabilisiert, Wohlstand wird in dem Land sein. Und das ist die Situation, die wirtschaftlich-politische Situation war um die Zeit Jonas, König Jerobeams II., dem ging es gut. Politisch, wirtschaftlich ging es gut. Sonst haben sie ja immer mit Feinden und immer Angriffe und Tributzahlen und hier Steuerzahlen und hier Abgabenzahlen und Tempelplündern und all diese Sachen, die wir bei den Königen Jerusalem oder Israels kennen von den Bücherkönige. Und da sagt Gott, euch wird es gut gehen. Und in dieser Situation spricht Gott. Aber da, wo es wirtschaftlich und finanziell und politisch einigermaßen einem gut geht, geht es geistlich bergab. Das war so, das kennen wir, das kennt jeder ein Stück weit persönlich. Da, wo es einem gut geht, da, wo Wohlstand ist, da, wo wir zufrieden sind, da, wo wir finanziell gut abgesichert sind, die Arbeitsstelle stimmt und all diese Dinge, da brauchen wir Gott nicht. Ja, da ist okay. Da müssen wir nicht zu Gott schreien und sagen, Gott, hilf. Oder gibt es einen Gott? Und wenn ja, dann soll er uns doch helfen. Da sind wir unser Herr und fühlen uns wohl. Das Dramatische ist eigentlich, dieser gute Zustand, dieser Wohlzustand, der kommt von Gott. Und der führt aber auch dazu, dass wir sagen, hey, uns geht's gut, wozu brauche ich dann Gott? Aber gerade er schafft, dass es einem gut geht. Und so war auch das, mitten in eine wirklich schwere Zeit für den König Israels, die Verfolgung und Krieg und das Volk leidet und Gott sagt, ich erbarme mich, ich schaffe Wohlstand, ich schaffe euch Ruhe. Und dann heißt es von diesem König, ich möchte es euch vorlesen, im 15. Jahr am Matthias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, also das ist unser König jetzt hier, der Sohn des Joasch, der König über Israel, König in Samaria und regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Das wird über ihn gesagt. Gott verheißt ihn Wohlstand, denen geht es wirklich gut. Das ist 2. Könige 14, die Verse davor, 23 bis 24, 25. Aber es heißt über diesen König, er war böse, denn er wandelte in den Sünden des Jerobeams. Ganz kurz noch, was waren das für Sünden? Und da hilft es einfach immer wieder zurückblättern, weil die Bibel baut ja auf. Und dann wird von ihm in 1. Könige 14, dieser Abschnitt, falls euch interessiert, könnt ihr es zu Hause nachlesen, ich fasse es zusammen, wird von ihm berichtet, dass er nicht wie der Vater, wie der König David war, sondern anders. Und in Sünde lebte und das Volk verführte zum Götzendienst. Aber das Wichtige ist, was unterschied den Jerobeam, der ja so wirklich das Volk Israel so wirklich in die Sünde getrieben hat? Was unterschied ihn zum Beispiel von David? Hat David nie gesündigt? Doch. Er hat einige gravierenden Sünden getan, die nicht nur sein Gegenüber, sondern ihn selbst eigentlich die Todesstrafe hätte kosten müssen eigentlich. Ehebruch. David hat Dinge getan, hat Blut an den Händen ohne Ende. Ja? Also, und dann sagt Gott, weil er nicht so wie der König David nach meinem Herzen war, in 14, das wird so von ihm berichtet. Ja, was war denn König David? Warum war er nach dem Herzen Gottes? Und gerade Psalm 51, der gibt so den Aufschluss. Was war das Besondere an David? Was hat Gott gefallen an David? Er war bußfertig. Reinige mein Herz, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Nicht nur gegen ihn oder gegen den und den, gegen dich habe ich gesündigt. Das war das Herz Davids. Er lebte, er war nicht sündlos, er war nicht perfekt. Aber was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes ausmachte, war, er war bereit, Buße zu tun. Und die Könige danach nicht, auch davor, sein Vorgänger Saul. Der hat weit weniger Schlechtes gemacht als David, war nur zweimal ungehorsam, ja. Aber nicht so gravierend. Und Gott hat ihn verstoßen. Warum? Weil Saul zum Beispiel nicht bereit war, Buße zu tun. David schon. Und das ist sehr wichtig. Und
Das ist die Grundlage. Die Könige, die waren nicht bereit, Buße zu tun. Und in dieser Situation, wirtschaftlich echt gut, Stabilität. Und das, so ging es auch unserem christlichen Europa, Abendland. Die sind wirtschaftlich, politisch sehr gestärkt, sehr gewachsen, nach dem Weltkrieg stabilisiert. Es ging einem gut. Und dann nach einer Weile braucht man Gott nicht mehr. Je weiter der Mensch sich absichert und sich auf eigenen Beine stellt, braucht er nicht. Und es ist wirklich so, so handelt Gott. Er schickt uns immer wieder dann in solche Situationen, wo wir merken, hoppsala, so gut geht es uns gar nicht. Oder er nimmt uns vielleicht diese Sicherheiten, um zu zeigen, wer wir sind und dass wir abhängig von ihm sind. Und so ist das eben in dieser Situation. In dieser Situation befindet sich Jona. Sein Volk schwelgt im Wohlstand, aber geistlich am Ende. Und Gott ruft zur Umkehr. Und dann heißt es, und jetzt steigen wir ins Buch Jona ein, in den ersten Vers, ich habe ihn auch gerade vorgelesen, da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Und ich möchte da mit euch so die ersten Verse wirklich so ein bisschen, Wort für Wort nicht, aber Vers, Strophe für Strophe durchgehen, weil die wirklich fundamental und wichtig sind. Und da wir jetzt heute nicht alles sagen muss und wir Zeit haben, kann ich das mir auch leisten. Ich habe das erste und das Wort des Herrn geschah zu Jona überschrieben, Gott lässt uns seinen Willen wissen. Das Wort des Herrn geschah zu Jona. Seit Anfang an, seit Anbeginn der Menschheit, und seit dem Sündenfall, ersten Zeilen der Bibel, ist der Mensch auf der Flucht vor Gott. Er flieht. Und das ist das Kennzeichen. Und wenn Gott nicht gewesen wäre, und wir haben letzten Sonntag schon ein bisschen darüber nachgedacht, wenn Gott nicht den ersten Schritt gemacht hätte und gesagt hat, Adam, wo bist du? Wenn Gott nicht der Suchende wäre, dann wären wir wirklich verloren. Alle. Es ist nicht der Mensch, der von sich aus Gott sucht, sondern Gott geht auf den Menschen und sucht ihn und will ihn bedecken, seine Unschuld oder eben Schuld und ihn unschuldig machen, reinigen. Das ist das Ziel. Das ist die Mission. Das ist, warum Jesus auf diese Welt kam. Das ist sein Auftrag, zu suchen und zu retten. Darum wurde Gott Mensch. Gott sucht Verlorene, um sie zu retten. Aber der Mensch ist permanent auf der Flucht vor Gott. Und warum er auf der Flucht ist, ist Schuld. Und Schuld kommt durch Ungehorsam. Gott sagt, hier, mach mal das. Und der Mensch sagt, nein, keine Lust. Und das bringt ihn dazu, von Gott abzuhauen. Das ist unsere Reaktion. Das machen wir so mit Menschen, mit denen wir nicht klarkommen, gegenüber die wir schuldig geworden sind, da meiden wir sie auch und wir hauen ab. Wir meiden die Gemeinschaft. Da, wo Schuld dazwischen steht, da ist Gemeinschaft nicht möglich. Zwischenmenschlich sehr schwierig bis gar nicht. Und bei Gott überhaupt nicht. Schuld trennt. Und das geschah bei den Menschen. Also Ungehorsam. Und das sehen wir auch am Buch Jona oder im Buch Jona, am Leben Jonas. Ungehorsam treibt einen in die Flucht. Aber am Anfang muss man ja irgendetwas Ungehorsam gegenüber dem Ungehorsam sein. Und das ist die Offenbarung Gottes. Gott spricht. Und das ist wirklich erstmal ein Segen. Gott offenbart sich. Gott teilt sich mit. Gott zeigt sich. Er spricht zu uns. Und deswegen ist es für einen Juden zum Beispiel, und vor allem Juden des Alten Testaments, heute nicht unbedingt so, aber Juden des Alten Testaments, das ist, wenn sie über die Tora, also über das Gesetz sprechen, über die Weisung, das ist für ihn ein Segen. Das ist nicht, oh Mann, hat Gott uns schon wieder ein Gebot aufgedrückt. Sondern er freut sich deswegen darüber, weil Gott sich mitteilt. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Über 400 Jahre in der Gefangenschaft. Sklaverei. Werden herausgeführt. Und jetzt stehen sie da in der Wüste, wortwörtlich. Und nun? Was jetzt? Was für ein Leben? Wohin? Was ist der Sinn des Lebens? Wozu gibt es uns? Und was? Und wie? Und warum? Alles Fragen. Wie geht's weiter? Wie kommen wir hier raus? Und auf einmal offenbart sich Gott. Zeigt sich Gott und sagt, Leute, so gelingt Leben. Das ist Leben. Leben mit mir. Dann werdet ihr leben. So könnt ihr leben. Und für die ist das, boah, Gott redet zu uns. Und das ist bis heute so, die sind darauf stolz. Die sagen, wir haben das Gesetz. Darüber spricht auch Paulus im Römerbrief.
Das geht sogar so weit, dass sie eingebildet sind darüber und sagen, hat Gott sich euch mitgeteilt? Hat euch Gott was geschrieben? Ja, hat Gott euch die Gesetze gegeben? Also die 5 Bücher Mose? Uns schon. Er hat die Mose und Mose hat sie uns gegeben. Wir haben es. Also das kippt, wir sind so veranlagt, ja. Aber der Punkt ist, das ist was Besonderes. Gott offenbart sich, Gott teilt sich mit. Es ist nicht selbstverständlich. Und Gott beweist sich nicht, aber offenbart sich. Die ersten Zeilen der Bibel fangen nicht an. Es gibt Gott. Und Gott war von Ewigkeiten her und versucht zu erklären, wie Gott war oder warum. So fangen die ersten Zeilen der Bibel nicht an, sondern einfach, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Gott beweist sich nicht. Er offenbart sich. Er hat es nicht nötig, sich zu beweisen. Interessanterweise, was er nötig hat oder was er tut, er beweist, dass Jesus sein Sohn ist. Das tut er. Da nimmt er sich größte Mühe, Wunder und Zeichen zu tun, zu sagen, ja, das ist mein Sohn. Also, das ist wirklich ein Privileg. Und warum? Weil wir von der Offenbarung Gottes abhängig sind. Leben ist nur möglich, weil Gott sein Wort uns gegeben hat. Jesus wusste das und er hat es gesagt, Matthäus 4, Vers 4, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Ja? Es verpflichtet uns. Wenn ich so mit Leuten spreche oder wenn sie zu mir kommen und wir so in den seelsorgerischen Bereich, dann und sie sagen, hey, ich fühle mich so Gott von Gott entfernt, da stimmt irgendwas nicht, ausgelaugt, müde und all diese Dinge. Und da muss ich nur eine Frage stellen und ich kriege dann meistens immer die gleiche. Liest du in der Bibel? Dann weiß ich Bescheid. Man erwartet auf das besondere Reden Gottes, man erhofft auf Offenbarungen, man erhofft sich besondere Erlebnisse, dass man sich Gott nahe fühlt. Aber Gott hat auf so einer besonderen Art und Weise, auf so einer übernatürlichen Art und Weise gesprochen und uns sein Wort gegeben und sagt, hier rede ich. Ich gebe euch was. Und hier redet Gott. Hier spricht er zu uns und das ist unsere Weisung. Da können wir stolz drauf sein. Hoffentlich nicht eingebildet dann, aber stolz. Wir haben das Wort. Und das ist wirklich ein Privileg. Und ich kann es nicht oft genug betonen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder von euch lesen kann. Das ist ein Privileg. Wo jeder von euch wahrscheinlich eine Bibel zu Hause hat. Und wenn nicht, dann muss ich mal mit dem reden. Nein, wir haben wahrscheinlich, jeder hat 5, 3, 6. Ich weiß nicht, wie viel ich zu Hause habe. Wie viele Übersetzungen, wie viele Versionen und digital nochmal dazu und noch sogar die hebräische und griechische. Boah, hey. So in diesen Dimensionen wäre ich eben zum Beispiel zur Zeit Jesu einer der reichsten Männer. Zur Zeit Paulus, einer der reichsten Männer. Im Mittelalter werde ich dafür geköpft werden wahrscheinlich, weil ich das hatte. Es ist ein Privileg, allein, dass wir dann lesen können. Wir sind nicht davon abhängig, wie das Volk zu Josef sagt, bitte, Les, bring uns das Wort. Wir sind da nicht so drauf angewiesen. Wir können selber lesen. Das ist das Herrliche. Gott offenbart sich. Gott teilt sich mit. Eines der wichtigsten Themen, vor allem im Jugendalter, ich kenne es selber, gar nicht so lange her, wie gesagt, und auch von den Erwachsenen und vor allem in so Krisenzeiten, ist, was ist der Wille Gottes? Oder? Bei allen Dingen. Nein, nicht bei allen. Entschuldigung, bei fast allen. Eigentlich nur bei den anscheinend so gravierenden. Ja? Wen heirate ich oder nicht? Welche Freundin? Welches Haus? Kaufen wir uns ein Haus oder kaufen wir uns nicht ein Haus? Wohnung nicht? Beruf? Wechsle ich nicht? Auto? Ein Ford oder ein VW? Wir sind permanent damit beschäftigt, diese großen Entscheidungen vor Gott zu bringen. Sonst leben wir eigentlich unser Leben dahin. Das ist dann soweit, kriegen wir es schon hin. Aber da ist es wichtig. Und ich wurde immer wieder gefragt, oder
kannst du mal einen Hauskreis bei uns machen? So, ja, gerne, ja, was für ein Thema. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Ist das so schwer? Klar, steht nicht in der Bibel, ja, kauf dir ein VW. Oder kauf dir lieber nicht das Haus für 250, sondern vielleicht für 180. Aber das gibt es ja nicht. Gott hat sich offenbart. Er hat uns seinen Willen wissen lassen. Hebräerbrief, Hebräer 1:1-2, einer der herrlichsten Verse. Nachdem Gott vielfältig und auf viele Art Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende der Zeiten, das sind in der Zeit, in der wir leben, dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zu den Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott hat geredet, von Anfang an durch die Propheten und eben Jona, das ist einer, und sogar und am letzten Tag, auf eine ganz besondere Art und Weise hat er gesagt, was er will. Und das hat er in seinem Sohn. Woher wissen wir, wenn wir nicht die Bibel studieren? Woher wissen wir, wenn wir sie nicht lesen? Woher wissen wir, was er will? Und ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, ich glaube, da steht auch was über, wen ich heiraten soll. Und da steht auch, welches Auto ich kaufen soll und auch, welches Haus ich kaufen soll. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich das Wesen und den Willen Gottes verstanden habe, wenn ich gelernt habe, so zu denken, wie er denkt, dann werde ich auch diese Entscheidung in seinem Willen treffen können. Das, zu diesem Leben will er uns ermuntern, oder nicht ermuntern, erziehen. Uns zu mündigen Christen machen, dass wir mündig sind, auch selber dann in seinem Einverständnis diese Dinge zu leben und zu entscheiden. Und woher? Das ist unsere Grundlage. Das ist unsere Grundlage. Auf dieser Grundlage entscheiden wir diese Dinge. Gott offenbart sich. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Und das ist das Herrliche. Das ist ein Riesenprivileg, dass Gott sich uns offenbart. Das heißt aber auch, was der Jona bekam, ist nicht irgendwie, ich hasse die Nineviten. Die Assyrer sind uns echt so unangenehm. Es wäre echt gut, mal hinzugehen und sagen, hey Leute, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann kriegt ihr echt einen auf den Deckel. Es ist keine Eigeninitiative von Jona gewesen. So, ich habe auf dem Herzen, wie ihr Leben ist echt Sünde. Und das hatten sie getan. Und einer muss ihnen doch die Wahrheit sagen. Einer muss ihnen das doch mal aufs Auge drücken. Einer muss ihnen doch zeigen, dass es so nicht weitergeht. Und dass sie gegen das Gottesvolk kämpfen und so. Das, was Jona tut, ist nicht Eigeninitiative. Es ist ein Auftrag Gottes. Jona soll gehen, weil Gott geredet hat. Weil Gott sich offenbart hat, haben wir was zu sagen. Und nicht, ich habe darüber schon mal, ich glaube, vor ein paar Sonntagen das erwähnt, wie ich es gerne am Anfang gemacht habe, meiner Predigerkarriere, in Anführungsstrichen. Was würde ich gerne der Gemeinde sagen? Und dann vielleicht irgendwie meine Botschaft zu legitimieren, in der Schrift zu suchen. Passende Bibelstelle, Konkordanz, Sünde. Ja. Kann manchmal funktionieren und das ist die Gnade Gottes. Gott kann auch durch Steine reden und er kann auch sowas auch gebrauchen. Da ist er souverän, da bin ich echt dankbar dafür. Er kann das gebrauchen. Aber es kommt vom Auftrag. Was? Seid meine Zeugen, sagt Jesus. Und nicht zeugt eure Überzeugung, eure Theologie, eure Vorständnis, eure Ausbildung. Was hast du verstanden? Das geht weiter. Seid meine Zeugen. Das ist unser Auftrag. Und meine Zeugen heißt, was Jesus ist, was er gesagt hat, was er offenbart hat. Lehrt sie alles zu halten, was ich gesagt habe. Und nicht, was ihr denkt, gut zu tun ist. Ganz wichtig. Also Gott offenbart sich, auch Jona, er autorisiert ihn, ja. Diese Fremdwörter, ich glaube, man muss sie einfach nicht gebrauchen, glaube ich. Das ist viel einfacher. Er gibt ihm die Vollmacht, er gibt ihm das Wort und das macht auch diesen Propheten ganz besonders. Die Frage ist natürlich, in welcher Form. Man liest das so schnell drüber. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, des Sohnes Amittai, ja? Mache dich auf. Aber wie geschah das Wort des Herrn zu Jona? Wie hat das mitbekommen? Wir haben heute schwarz auf weiß das vorliegen. Das ist das Gute. Wir können das so lesen.
In 2. Mose 33, Vers 33, Kapitel 34, sagt Gott uns, wie er das macht. Wollen wir ganz kurz uns das mal anschauen, dass wir da auch das nicht übersehen haben? Wie hat Gott denn zu Propheten gesprochen? 2. Mose 33, beziehungsweise 34. Das wird eine wichtige Stelle sein, die werden wir auch im Laufe des Studiums des Jona-Buches noch mal näher anschauen. Aber ganz kurz vorher, ich bin auf der falschen Fährte. 4. Mose 12 war das. Die Stelle kommt später. 4. Mose 12. Wer eine Bibel dabei hat und eine hat und auch Deutsch lesen kann, der kann aufschlagen und mir das mitlesen. 4. Mose 12. Da heißt es über Mose, 4. Mose 12, Vers 3, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Wahnsinn, das ist meine Zusage. Er war der demütigste Mensch, Mose war der demütigste Mensch, bis Jesus, die damals auf dem Erdboden gelebt haben. Und Gott offenbarte sich ihm durch ihn, redete mit ihm und das führte zu Eifersucht, ja. Seine Schwester und sein Bruder haben gesagt, hey, kann das sein, dass Gott nur durch dich redet und zu dir redet? Hey, wir sind doch auch wer und so. Ja, haben sich da empört. Und Gott zitiert sie mal her. Das ist so interessant. Gott sagt, okay, komm mal her, ich möchte euch mal was sagen. Und da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Geht hinaus in 3 Tagen zu dem Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus die 3 Tage. Die 3. Und der Herr kam in einer Wolkensäule herab. Und stand am Eingang des Zeltes. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. Ja, das sagt jetzt hier Gott. Wenn ein Prophet von mir was bekommt, dann mache ich das entweder in einer Erscheinung oder in einem Traum. Hat Gott das gemacht. Aber hört mal, was er von Mose sagt. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Bei Mose ist es anders. Er ist treu. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. In einer Stelle heißt von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Da will ich jetzt nicht tiefer hineingehen, weil das werden wir uns genauer anschauen, wenn wir uns Vers 3 anschauen, was es heißt, dass Jona vom Angesicht des Herrn fliehen wollte. Dann ist es wichtig, dass wir diese Stelle oder diesen Gedankengang noch ein bisschen vertiefen. Aber wichtig, wie hat Gott sich offenbart den Propheten und sagt, in einem Traum oder in einer Vision? Und in 5. Mose spricht Mose einen Propheten wie mich, wird Gott schicken. Und dann sagt, aber ihr könnt ihn prüfen, ob das ein Prophet wie nach meinem Willen ist. Und wie ist das Kriterium? Wenn es sich erfüllt. Jetzt machen wir den Bogen zurück zu Jona. Und Jona hatte schon einen Auftrag. Ja? Er hat gesagt, was? Es wird euch gut gehen. Und Wohlstand. Und es tritt ein. Keinen Kriege, es trat ein. Das heißt, Jona war vor dem Volk ein autorisierter Prophet. Das heißt, ja, der ist glaubwürdig. Gott redet durch ihn. Gott offenbart sich ihm und auf den sollten wir hören. Und das ist die Autorität, in der Jona hier spricht. Er ist von Gott ein beauftragter und autorisierter Gott. Und das Wort geschah in einer Vision, in einem Traum. Hat Gott gesprochen. Natürlich könnten wir einen Exkurs machen, aber das machen wir nicht. Und darüber nachdenken, ja, wie ist das heute? Redet Gott heute noch so? Aber da möchte ich euch einfach den Hebräervers nochmal nahelegen. Der ganz klar, damals sprach Gott auf viele Art und Weise durch die Propheten. Heute spricht er durch seinen Sohn. Und für mich, liebe Geschwister, ist die Bibel Jesus in Buchstaben. Also will ich wissen, was der Sohn sagt, wer er ist. Das ist für mich Jesus in Buchstaben. Ja? Hier offenbart sich das fleischgewordene Wort. Hier haben wir das vor uns. So viel zur Offenbarung. Ich sage nicht, dass Gott
heute nicht mehr durch Träume redet oder durch Visionen. Wer bin ich, dass ich das ihm verbiete oder sagen, das kann er nicht tun. Das ist nicht die Rede. Aber das Wort Gottes sagt, Gott hat sich offenbart. Er hat seinen Willen uns kundgetan. Also, mache dich auf. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, des Sohnes Amittai. Mache dich auf, geh nach Nineveh. Ein Punkt noch und dann, dank meiner Uhr, bin ich auch fertig. Gottes Wort zu kennen hat Folgen. Ja? Gott offenbart sich, das ist ein Privileg. Darauf können wir stolz sein. Dass wir Dinge in Gottes Wort erkennen, das können wir Gott Danke sagen und ihn dafür loben, dass wir Dinge begreifen. Aber es hat Folgen. Gottes Wort, Gottes Willen zu kennen, hat Folgen. Wie gesagt, viele immer auf dieser Suche, wie erkenne ich den Willen? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Und ich sage, das ist nicht das Problem. Eigentlich wissen wir den Willen Gottes. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, will ich den Willen Gottes überhaupt tun? Das ist das Problem. Und wenn du so wirklich nach dem Willen Gottes suchen willst, dann, bevor wir über den Willen Gottes nachdenken, stelle ich dir eine Frage, bist du bereit, ihn dann auch zu tun? Das ist das Problem. Es ist eine Modeerscheinung. Es gibt so jetzt Abflauen, aber Bändchen. What will Jesus do? Ja, So, das sind ganz schmale Bändchen. Und die haben den Sinn. Es ist eine Schwedin, hat bei einem Lesen vom Buch kam auf diesen Danken. Da wurde da angesprochen, überleg doch in jeder Situation, die du tust, was würde Jesus tun? Frage nach dem Willen, was würde Jesus machen? Würde das gleiche machen, was du machst und so abwägen, ja? Also nach dem Willen Gottes fragen, in jeder einzelnen Situation. Und daraufhin hat sich so ein Bändchen gemacht, dass sich immer daran erinnert. Das wurde zu einer riesen Modebewegung. Unter Wikipedia, das ist eine Internetseite, die alles beschreibt, kriegt man die Information von der weltlichen Seite und sie sagt, dieses Bändchen ist eine Modeerscheinung. Ja? Und die wurde verkauft, über 50 Millionen Mal wurden diese Dinge verkauft. Dann habe ich mich nämlich schlau gemacht, was die Dinge kosten. So, sage ich mal, im Durchschnitt 1,75 Euro. Rechnen wir das mal hoch. Man kann sagen, diese Frau ist reich geworden. Ich will jetzt nicht schlecht reden und sagen, das ist falsch, diese Bändchen zu haben. Ich frage mich aber wirklich bei vielen jungen Kreisen, in denen ich war, mit den Jugendlichen, mit denen ich geredet habe, auch mit den Erwachsenen, gilt es genau das Gleiche. Willst du es wirklich wissen? Willst du es wirklich wissen? Das Hören der Predigten, das Studium der Bibel, Hören der Kassetten und Vertiefen und alles Mögliche, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, ist nicht ein Sammeln von geistlichen Trophäen in unseren Schränken und sagen, hey, guck mal, ich habe das erkannt. Hast du das auch erkannt? Nee? Ein bisschen weiter forschen. Ne? Oder ich würde gerne dir was zeigen, was ich erkannt habe. Was, du hast es echt noch nicht begriffen? Und dann sagt man es nicht ins Gesicht, aber innerlich denkt man, ich bin aber schon geistlich weiter. Was, du hast nicht begriffen, war die Freiheit in Christus? Ich schon. Was, du trinkst noch keinen Alkohol? Hast Probleme mit dem Wein? Ja? Oh, du bist aber gefangen. Ja. Ich kann. Paulus hat mit solchen Leuten permanent zu tun gehabt. Römerbrief beschreibt das. Und sie stellen uns drüber. Und dann, wir haben das erkannt. Und wow, und diese Zusammenhänge und dieser Aufbau und all. Alles schön und gut. Und ich, versteht mich nicht falsch, ich will euch nicht vom Studium abbringen, aber die Frage ist, was machen wir daraus? Bringt es uns dazu, unser Gott zu ehren und Gott für Gott zu leben? Oder bringt uns dazu, als irgendwie super intelligente Christen dazustehen? Mit Haufen Bibelwissen und geistlich fett. Ja, geistlich fett, also nicht bewegungsfähig. Nach 2, 3 Schritten, echt anstrengend. Ich will es anders formulieren. Gottes Willen, Wort zu kennen, hat deswegen Folgen für mich, weil es mich verurteilt, wenn ich es nicht lebe. Wenn ich es nicht lebe, verurteilt es mich. Es macht mir ein schlechtes Gewissen. Deswegen redet auch Paulus, sagt, seid vorsichtig mit diesen Erkenntnissen, wie ihr mit den geistlich Schwachen umgeht. Denn ihr belastet permanent ihr Gewissen, weil sie sehen, so sollte ich und so bin ich nicht und dann immer ein schlechtes Gewissen haben. Ich will noch mehr erkennen, ja.
Aber das heißt mehr Erkenntnis, heißt mehr Leben mit Gott. Und Gott gibt uns auch so viel, und wie wir tragen können, wie wir auch umsetzen sollen. Es ist sowas von wichtig, diese Bereitschaft zu sagen, also ich weiß es nicht, wie es euch geht, ihr sitzt am Sonntag, ein Prediger predigt und ihr erkennt etwas. Gott offenbart sich euch und das Wort des Herrn geschah zu XY. Was machen wir damit? Wir schimpfen über Jona und dann denken, meine Güte, Jona, wie kannst du nur, so sinnlos, wie kann man nur von Gott abhauen? Sonntag für Sonntag oder Dienstag für Dienstag oder egal was, machen wir es täglich. Wir kennen den Willen Gottes, wir gehen raus, aber XY macht sich auf. Und wohin? Genau in die entgegengesetzte Richtung. Weil wir die Folgen scheuen. Es ist zu groß, es ist zu schwer. Gottes Gabe hat immer eine Aufgabe oder ist es immer mit einer Aufgabe verbunden. Wenn Gott uns beschenkt, dann ist es kein Selbstzweck. Gott weiß, wie hochmütig wir werden. Er weiß, wie wir mit diesen Dingen wir umgehen. Und wenn Gott uns etwas gibt, dann ist es immer mit einer Aufgabe verbunden, nämlich dem Nächsten zu dienen. Gehen wir wieder zurück, das ist immer die ersten Zeilen der Bibel, immer die wichtigsten. Gott gibt die Erde. Wir sprachen über dieses Riesengeschenk. Er bietet es an, sagt, hier Mensch, alles für dich, alles Gute. Das ist eine Gabe. Und was ist die Aufgabe? Verwalte es, bebaue es, pflege es. Die Gabe ist immer mit einer Aufgabe verbunden. Nicht so, hey, guck mal, hat euch Gott, Elefant hat Gott dir die Erde gegeben. Mir, dir nicht, mir schon, ja. Das ist kein Grund eingebildet zu sein, sondern, hey, ich bin verantwortlich für die Dinge, die Gott gegeben hat. Der Mensch ist verantwortlich hier für die Erde. Der Mensch ist verantwortlich für das, was Gott ihm gibt. Genauso mit den Gaben. Wir können nicht darauf stolz sein, dass wir musikalisch sind, wenn wir nicht damit dienen. Kannst du Klavier spielen? Ja. Kannst du sonntags willst du spielen? Nee, ich traue mich nicht. Oh, als ich gekämpft habe, das erste Mal Gitarre zu spielen im Gottesdienst. Oh. Gott gibt die Gabe des Singens zum Beispiel. Traut sich nicht. Will nicht. Gott gibt einem die Gabe des Dienens, will nicht. Gott gibt einem die Gabe des Predigens, und man scheut sich. Man ist stolz darauf, dass man Erkenntnisse in der Bibel hat, aber man ist bereit, sie nicht weiterzugeben. Und jetzt kommt das Wichtigste, was auch bei Jona. Was ist die größte Gabe, die wir bekommen haben? Das ewige Leben. Und sind wir bereit, es mit anderen zu teilen? Sind wir bereit, hinauszugehen und wie Jona denen zu predigen, die es nötig haben? Ja, prinzipiell schon. Also geht hinein. Ja klar, das ist alles bei uns so theoretisch so drin. Ja klar, ich würde ja gerne Zeugnis geben. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, da kneifen wir meistens. Und das ist erstaunlich. Dann nehmen wir uns so viel Mühe und so viel Geld wie Jona und es ist meist sogar anstrengender, davor zu fliehen, als es zu tun. Ja. Nehmen uns die größte Mühe, es nicht zu tun, statt es zu tun. Gottes Auftrag, Gottes Willen zu kennen, hat Folgen. Mache dich auf. Weil wir in Christus, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil er uns die Gabe gegeben hat, das ewige Leben, sagte, und darum geht hin. Matthäus 28, das müsste jeder Christ eigentlich kennen, gell? Darum geht hin und verkündigt. Unverkündigt. Denn mir ist gegeben alle Macht. Und das müssen wir vor Augen halten. Und ich komme zum Schluss. Dieser große Auftrag, oder diese mache dich auf, steht nicht, da sind wir nicht so, oh, wie kann ich das tun und so. Da ist eben dieser souveräne Gottes. Weil mir alle Macht gegeben ist, weil ich über diesen Dingen bin, über den Stürmen, über den Fischen, über den Tieren, über den Menschen. Darum kannst du getrost gehen. Ja. Aber es hat Folgen. Und ich hoffe, das ist mein Wunsch, wenn wir weiter in dem Jona studieren oder nachdenken und das Wort des Herrn zu uns geschieht, dass wir uns über die Folgen konsequent, also bewusst sind. Wir müssen uns entscheiden, was wir mit dieser Erkenntnis, die wir gerade gewonnen haben, tun.
Und ich hoffe nicht wie klassisch nach dieser Tür oder spätestens nach der zweiten oder nach der dritten. Wenn es dann beim Auto oder beim Mittagessen schon dann verflogen, dass es vorbei ist. Und da ein ganz praktischer Tipp, also jetzt nicht nur, wenn wir gemeinsam machen, prinzipiell, schreibt es euch auf. Also ich weiß nicht, manch einer hat ein gutes Gedächtnis. Aber geistliche Erfahrung können wir nicht kompensieren. Wir können geistliche Erfahrung nicht in eine Dose stecken und wenn uns schlecht geht, aufmachen, oh, jetzt bin ich, und dann geistig wieder gestärkt sein, ja? Wir müssen uns an die Wahrheiten erinnern. Ich freue mich über jeden, bei dem ich einen Stift und ein Blatt Papier sehe. Nicht, weil ich denke, wow, da hat er was gelernt, wenn ich was gesagt habe. Darum geht es nicht. Sondern wenn jemand sich das, wenn es doch nur ein Satz, wenn es nur ein Wort ist, merkt, das ist mir wichtig. Und da will ich hin. Das ist mein Ziel. Das nehme ich mir vor. Für die Woche, für den Monat, fürs Jahr. Ich nehme es mir vor und ich halte es mir auch mal vor den Augen. Was hat Gott mir gezeigt? Das ist die Frage, wie gehe ich mit den Talenten um, die Jesus davon spricht? Wie gehe ich damit um, was er mir anvertraute? Vergrabe ich es und sage, hey, ich wusste, du bist ein harter Richter? Oder habe ich damit gearbeitet? Und ich wünsche mir, dass wir mit den offenbarten Wort Gottes, mit dem, was Gott uns gibt, dass wir uns aufmachen, in die richtige Richtung es zu tun. Amen.